Herr präsident! Wir stehen vor großen gesellschaftlichen herausforderungen die wirtschaftskrise die alterung der bevölkerung die knappheit unserer ressourcen und das bestehen im internationalen wettbewerb. umso wichtiger sind daher investitionen oder innovationen die diesen problemen kreative ideen und lösungen gegenüberstellen. es geht nicht nur darum technische innovationen sondern auch um gesellschaftspolitische innovationen einzubringen. ein beispiel um der alterung der bevölkerung zu begegnen braucht es auf der einen seite sogenannte klassische innovationen wie neue arzneimittel und auf der anderen seite muss man über innovative gesellschafts pensions und gesundheitsmodelle nachdenken. es gilt heute ein umfeld zu schaffen das die innovationen von morgen fördert investitionen in forschung und entwicklung den schutz von geistigem eigentum insbesondere beim patentrecht und die förderung von kreativen fertigkeiten bereits im jungen alter im schulunterricht. lassen sie mich abschließend noch zu einem spezialproblem kommen das spezialproblem im umgang mit unseren ressourcen. grundsätzlich sollten innovationen dazu dienen dass ein produkt länger hält. das dient dem verbraucher und der umwelt. leider gibt es aber auch innovationen die das gegenteil bewirken. in produkte werden absichtlich schwachstellen eingebaut um die lebensdauer zu verkürzen und den verbrauch zu erhöhen so etwa laptops und smartphones. diese vorgangsweise muss im rahmen der innovationsunion auf alle fälle bekämpft werden. besten dank!